Silvi Mais sieht einfach umwerfend aus. Aber wie hält sich die Moderatorin fit? Im Interview mit Bild verrät die Blondine, was sie wirklich isst, um ihren Körper in Form zu halten. Ich skippe das Frühstück, da ich mich vor einiger Zeit für Intervallfasten entschieden habe. Das bedeutet, dass ich bei 16:8 in einem Zeitfenster von 8 Stunden meine Mahlzeiten zu mir nehme. Das tut meinem Körper enorm gut und funktioniert für mich super. Somit starte ich um 13 Uhr mit meinem Lunch. Aktuell ist Silvi Mais für die Moderation von Love Island in Griechenland und wird dort von einem Koch versorgt. Zum Frühstück um 13 Uhr gibt es von ihm etwas Ungewöhnliches. Hier setze ich auf kalte Gemüsesuppen, Salate, Scampi oder weißen Fisch und eine große Portion Gemüse. Ab und zu gibt es für die 45-Jährige auch mal Omelette für die erste Mahlzeit. Mit ganz viel Gemüse wie Spinat, Zwiebeln, Tomaten und Paprika, das schmeckt mir dann auch kalt. Zum Tagesende gibt es für Silvi und das Team wieder viel Gemüse, erzählt die Blondine der Bild. Am Abend gibt es dann eigentlich wieder Ähnliches. Eine Gemüsesuppe, diesmal warm, eine Gemüsevariation, mal scharf, mal fruchtig, mal säuerlich, bunte Salate und Fisch, gerne Lachs. Für den kleinen Hunger zwischendurch greift die Moderatorin zu Nüssen, Beeren und Trockenfrüchten. An Tagen, an denen andere schlemmen, versucht die Blondine gesund zu leben. Am Love Island Set feierte Silvis Hair- und Make-up-Artistin Geburtstag. Somit haben wir Kuchen, Kekse, Pralinen und Eis aus natürlichen Lebensmitteln wie Bananen, Datteln und diversen Früchten gezaubert und genossen. Aber auch Champagner. Um ihren durchtrainierten Körper auch während der Dreharbeiten zu halten, treibt Silvi morgens Sport. Ich mache auch hier in Griechenland 5-mal die Woche meine Sportroutine, das heißt meine Bauch-Beine-Po-Übungen und Cardio. Der Tipp der Moderatorin zur Motivation? Musik. Die spornt Silvi Mais an, wie sie im Bild-Interview verrät, genauso wie die passende Sportkleidung.